wesentliche Motivation für mich, Kunst zu machen, liegt darin, dass ich das Bedürfnis habe, mit eigenen Händen ein Werk zu erschaffen. Das war ja früher als Kind schon so oder als Jugendlicher. Ich wollte immer irgendwas erstellen. Das ist bei der Kunst ganz ähnlich. Ich möchte ein Werk erschaffen und eine gewisse Ästhetik dabei erzielen, also eine Ästhetik, die mir gefällt. Also Ästhetik ist so ein Schlüsselwort für mich im Leben überhaupt. Spielt das ästhetische Empfinden eine ganz wichtige Rolle. Ich hatte schon als Kind eine unglaubliche Technikaffinität, habe also Mofas und Kleinkrafträder zerlegt und wieder zusammengebaut. Ich wollte einfach wissen, wie das funktioniert. Ich muss aber sagen, dass ein wesentliches Element, was auch in der Kunst vorherrscht, damals auch schon da war. Und zwar dieses Bedürfnis, etwas selber zu machen, mit den eigenen Händen. Ich bin ja in einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide groß geworden, in Brelow. Wir haben sehr viel auf den Bauernhöfen gespielt und mit den anderen Kindern, klar, Cowboy und Indianer. Und das Equipment sozusagen, was man damals brauchte, also ein Gewehr oder eine Pistole, Pfeil und Bogen, das habe ich also mir nicht besorgt oder schenken lassen, das habe ich selber gebaut. Und das ist mir heute auch so unglaublich klar geworden. Dieses Selbermachen und ein Werk erstellen, das bringt eine Befriedigung. Wie Epikur ja gesagt habe, man sollte nach dem Lustprinzip leben. Also Lust im Sinne von Lebensfreude. Ich glaube, dass man also durch Eigenaktion selber machen und versuchen, sich keine Grenzen zu setzen, kann man viel erreichen. Nachdem ich also so eine starke Affinität zur Technik hatte, war mein Wunsch auch schon, da ich glaube, ich war 16, ich wollte Ingenieur werden. Also das war so unumstößlich klar. Es gab für mich überhaupt nichts anderes. Ich hatte dann die Idee während des Studiums, mich an einem Kurs zu beteiligen. Und zwar wurde der von dem Künstler Harald Duwe angeboten. Und das war so mit dem Thema räumliches Darstellen, perspektivisches Zeichnen. Ich war ja nun Anfang, Mitte 20. Bis dato hatte ich zur Kunst überhaupt gar keine Verbindung. Das hatte mich schon beeindruckt, was der Mann macht. Der war ja nicht unbekannt. Es war ja ein relativ stark politischer Maler, der sehr gesellschaftskritisch gemalt hat, der die Themen aufgegriffen hat, die damals relevant waren. Das war ja Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Also das war schon harte Kost, was er teilweise gemacht hat. Er hat aber die Themen richtig hochgezogen. Da war ich vielleicht 24, da hatte ich eine Reise gemacht mit meinem VW-Bulli, den ich damals hatte. Habe ich ja ganz Europa bereist in den Semesterferien. Bin ich dann im Louvre gelandet in Paris und habe sage und schreibe mindestens eine Stunde vor der Mona Lisa von Leonardo da Vinci gesessen, alleine. Es war komischerweise auch niemand im Raum. Ich war beeindruckt, also von diesem Gemälde, hauptsächlich glaube ich von den Augen, wie er in der Lage gewesen ist, diese Augen, die ja einen immer verfolgten, egal, wenn man auch zur Seite ging, waren die Augen immer auf einen gerichtet. Das hat sich vielleicht bei mir festgesetzt, so als besonderes Erlebnis und besonders schön auch, fand ich das. Es löste bei mir wahrscheinlich eine gewisse Zufriedenheit aus und möglicherweise sogar ein Handlungsimpuls. Möglicherweise ein verzögerter. Der kam dann später, dieser Handlungsimpuls. Das ist natürlich dann, wenn ein Gemälde, ein Kunstwerk bei dem Betrachter einen Handlungsimpuls auslöst, dann sprechen wir, glaube ich, von guter Kunst. Folgerichtig ist, dass ich also tatsächlich Ingenieur wurde und dann bei einem großen Autokonzern in Süddeutschland gelandet bin als Berufsanfänger.
hatte zunächst einen Arbeitsvertrag bei Porsche und bin dann relativ schnell zum Daimler-Benz gewechselt, weil die mich irgendwie haben wollten. Und habe dort also festgestellt, dass meine Illusionen, die ich aufgebaut hatte, schon als Jugendlicher und später dann auch schon während des Studiums und so weiter, dass die also mit der Realität nicht unbedingt in den Einklang zu bringen sind. Ich hatte noch das Glück, dass ich also zwischendurch dort während meiner kurzen Episode mal einen Spezialauftrag hatte, und zwar ein Sicherheitsauto für den damaligen ägyptischen Ministerpräsidenten Sadat zu entwickeln, also mitzuentwickeln. Ich war zuständig für die Türen. Und in den Türen sind natürlich auch die Scheiben drin, die natürlich stark sicherheitsgefährdet sind. Das war eine große Herausforderung für die Glasfirma und wurde dort zur Chefsache erklärt. Als ich eines Tages mal bei ihm in seinem Büro war, zu einer Besprechung, da wurde er herausgerufen und ich ging währenddessen zum Fenster und schaute aus dem Fenster hinaus und unter dem Fenster stand ein 911er Porsche. Als er wieder reinkam, konnte ich mir nicht verkneifen, zu fragen, aha, Sie arbeiten für Daimler, fahren aber Porsche. Okay. Nein, nein, sagt er, das ist nicht mein Fahrzeug. Das ist der Wagen von meinem Unternehmensberater. Ich sage, aha, Unternehmensberater, was macht der denn hier so bei Ihnen? Was ist das für ein Typ? Und dann hat er mir haarklein und hat sich sehr viel Zeit genommen, mir erklärt, dieser Mann ist eine ganz wichtige Person für mich. Der unterstützt mich total hier bei meinen ganzen Aktivitäten. Und in dem Moment habe ich gedacht, wow, genau das will ich auch. Das will ich auch. Genau das. Nietzsche hat ja gesagt, finde deinen Weg. Es gibt einen. Finde ihn. Ne? Und in diesem Sinne habe ich das wahrscheinlich damals unbewusst, mehr oder weniger, aufgefasst als einen Hinweis für mich, also diese Möglichkeit wahrzunehmen. Weil es war ja eine krasse Entscheidung. Ich hatte also für einen Dritten kaum nachzuvollziehen. Und wahrscheinlich war das so ein Glücksfall für mich, dass ich dieses Erlebnis haben durfte. Ich weiß nicht, warum sowas passiert, aber es passiert einfach. Und ich habe es erkannt und wahrgenommen. Man muss die Dinge auch wahrnehmen. Wenn man sie nicht wahrnimmt, die Zeichen, die man bekommt, dann entwickelt man sich auch nicht, ne? Also weiter. Und das war ein deutliches Zeichen und es war für mich auch so glasklar und meine Entscheidung fiel mir nicht schwer. Ich war jetzt Ingenieur, das war mein Traum, den habe ich über den Haufen geschmissen. Also weil ich eine neue Idee hatte. Also es ist eigentlich schon ein bisschen abenteuerlich. Aber es war... Trotzdem, also im Nachhinein betrachtet, eine gute Entscheidung. Also ich bin dann zurückgegangen nach Hamburg und da an der Universität BWL zu studieren, mit dem Abschluss Diplomkaufmann und habe mich danach sofort selbstständig gemacht, weil ich einfach dieses Ziel hatte, eigenständig zu arbeiten. Und hatte so ein bisschen Glück, dass ich durch Kontakte und so weiter auch gute Aufträge hatte. Ich konnte davon sofort leben. Deshalb war es für mich eigentlich ein guter Start. Ich habe wirklich gekeult wie verrückt und brauchte irgendwie einen Ausgleich und kam dann auf die Idee, mir Leinwände zu kaufen, Pinsel, Spachtel, Farbe und habe einfach angefangen, abends oder nachts in der Küche in Berlin, in meiner Wohnung zu malen, als Ausgleich, zum Runterkommen, zum Abtauchen. Und das ist mir unglaublich gut gelungen. Das heißt, wenn ich dann angefangen habe zu malen, dann war ich komplett weg von den ganzen Themen, von den ganzen Problemthemen und so weiter, vom Beruf. Also das konnte ich unglaublich gut da eintauchen in die Malerei. Und das hat mir unglaublich viel gebracht. Und das war wahrscheinlich dann wieder so eine Erkenntnis oder eine folgerichtige Sache, dass ich dann das immer stärker forcierte, dass die Malerei mich immer mehr interessierte, mich auch der Kunstmarkt plötzlich interessierte und mich damit beschäftigt habe, mit den ganzen Entwicklungen. Dann kam also der Wunsch auf, doch gänzlich in der Kunst aufzugehen, ne? Und das andere
hinter mir zu lassen. Und das wurde immer klarer und das habe ich dann also auch sehr konsequent umgesetzt. Also ich habe mich dann von allem getrennt und habe gesagt, ich mache jetzt nur noch Kunst. Ich versuche dann bei meinen Bildern natürlich auch so eine gewisse Selbstanfeuerung, Self-Shearing-Movement reinzubringen. Also in den Walk-Walk-Bildern, das ist so eine Art Selbstanfeuerung, also Walk-Walk continual oder permanent oder wie auch immer. Also den Weg weitergehen im Bereich der Malerei, im Bereich der Kunst, in meiner Kunst. Wenn ein Bild besonders gut gelungen ist, also aus meiner Sicht gut gelungen ist, also von den Formen, von den Farben, die mich ansprechen, die mich reinziehen. Ich gehe in meinen Bildern manchmal richtig spazieren sozusagen. Also wenn ich sitze manchmal so eine halbe Stunde vor einem Bild und gehe darin spazieren und träume rum und so. Und das kommt aber dadurch, dass mich die Farben so faszinieren und ansprechen und mich in eine gute Stimmung versetzen. Nietzsche hat schon gesagt, wir haben die Kunst, wir brauchen die Kunst, um die Wahrheit zu ertragen. Kultur ist für eine Gesellschaft eminent wichtig. Wenn man jetzt nur rational agiert, das führt zu Pessimismus. Die Kunst ist ein Heilmittel dagegen. Danach lebe ich und versuche, das umzusetzen. Und das gelingt mir einfach in der Malerei. Es hat so viele Facetten. Ich erstelle ein eigenes Werk. Ich mache das mit meinen eigenen Händen, mit meinen eigenen Ideen. Ich erfreue mich an den Farben, an den Formen und an der Umsetzung, an der Handlung selber. Und wenn dann noch Dritte Bilder gut finden, also, und vielleicht ein Lob aussprechen, also, dann ist das also noch ein Sahnehäubchen obendrauf. Das ist noch so ein Kick. Oder möglicherweise, das wäre das Optimum, sogar beim Betrachter noch einen Handlungsimpuls auslöst. Die Kunst ist für mich eigentlich eine Art zu leben. Art, A-R-T, schließt sich der Kreis, eine Art zu leben.